Okay, Freunde, das ist mein Ziel hier, die Arena hier zu erreichen. Und heute wird der Anfang gemacht. Und damit herzlich willkommen beim Leidensweg des Toto bei Clash Royale auf dem Weg zu Arena 9. Ja, wir wollen noch mal gucken, ob wir das nicht jetzt schaffen. Denn ich habe, oder es hat sich seit dieser Doppel-Clan-Folge bei mir natürlich relativ wenig getan, weil ich die Spiel auch nicht ganz so häufig spiele. Aber ich habe gedacht, heute machst du mal wieder eine Folge Clash Royale, denn ich habe neue Karten, neue Decks. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Als neue Karte habe ich allerdings eine bekommen, die ich überhaupt nicht nutze, nämlich das Kampfholz. Ich hasse das Kampfholz, wenn ich es als Gegner habe. Jetzt habe ich selber, weiß aber noch nicht, wie ich es hier sinnvoll in meine Decks einbaue. Und mein derzeitiges Kampfdeck ist dieses hier mit den Elite-Barbaren, die ich mittlerweile auf 10 habe. Ich könnte jetzt noch updaten die Pfeile. Entschuldigung, habe aber abgedatet den Gift auf Level 4. Der Gift, finde ich, ist so ein bisschen so eine billige Turm-Wegmach-Karte, wenn man nur noch ein paar Trefferpunkte auf den Turm zu machen hat. Dafür habe ich jetzt aber auch keinen Feuerball oder noch einen Sepp dabei. Und zwei Spiele habe ich heute schon gemacht. Die habe ich auch gewonnen. Das heißt also, ich habe einmal 3-1 eingespielt, 1-0 und habe dann leider wieder verloren mit dem Deck, allerdings nur knapp. Und deswegen spielen wir das Deck einfach weiter. Sonst bleibe ich hier auch auf meinen Pokalen ewig hängen. Und mein Ziel ist ja, dass ich endlich mal eine Arena aufsteige. Wäre auch mal ganz schön, so als Level 10 eine Arena mehr zu schaffen. Das ist ja von einigen zwar nicht gewünscht, aber einige sehen mir das ja auch nach, dass ich mit meinem Level eigentlich hier viel, viel mehr machen müsste. Aber ich habe halt nicht die Decks und die Karten. Und deswegen hänge ich hier so ein bisschen auf diesen Karten. Aber ihr seht selber, das geht gut durch. Jawohl. Ja, so kann eine Folge gut anfangen. Das mag ich. Und jetzt bin ich schon an seinem mittleren Turm so ein bisschen dran. Dann habe ich allerdings immer so ein bisschen innerlich die Frage, wie machst du jetzt weiter? Machst du jetzt weiter, gehst du erst auf den rechten Turm oder gehst du gleich auf den mittleren? Denn wir haben natürlich den Weg zu dem mittleren. Ja, jetzt nicht wirklich frei, aber wir ziehen hier mal die beiden Truppen nach und den auch noch und dann gucken wir mal, ob wir nicht den mittleren direkt erreichen. Jetzt muss er ja nun irgendwas außer Luft setzen, weil das sind komplette Bodentruppen. Aber ich sehe, er schenkt mir hier den Sieg, da ich in diesem Spiel hier emotionslos bin. Das heißt, ich mache hier keine Smileys oder Heulis oder was auch immer. Bedanke ich mich hier beim Nelo04 für diesen schönen Dreier und die 26 Pokale. Wunderbar, erfüllt sich meine Thronruhe jetzt auch gleich viel, viel schneller. Und weil es so schön war, machen wir gleich weiter. Ja, so sieht das Leben natürlich immer gut aus bei Clash Royale. Wenn man gewinnt, kann man gleich direkt weitermachen, ohne dass man Angst haben muss, irgendwelche Pokale zu verlieren. Oder aber, dass man, oh, womit, ah, okay, das ist so ein Hütten-Spammer. Das mag ich. Weil eigentlich bin ich in der Regel bei diesen Decks hier ja jetzt nicht unbedingt führend, aber wir kommen hier jetzt schon ganz gut rein. Giften hier hinten einfach mal. Und mal gucken. Oh, was hat er hier denn gezogen? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Scheiße. Ach du Scheiße, das habe ich nicht mitgekriegt hier unten. Oh Mann, da bin ich natürlich hier der Volldepp. Naja, gut, okay. Da kann man nichts machen. Und dann muss ich mich jetzt mal so ein bisschen auf den Turm hier links konzentrieren. Der hat halt am wenigsten Hitpoints. Ich denke mal, da wird er jetzt allerdings auch eine Truppe hinsetzen, beziehungsweise er setzt dort noch so einen Sammler hin und hat natürlich gleich richtig viel Elixier. Mal gucken. Ah, okay, jetzt windet er den. Da komme ich jetzt nicht mehr richtig ran mit einem. Ah, doch, ich komme noch mit dem einen durch. Okay, das ist der Turm auf meiner Seite. Der geht jetzt auf die alte Spammerhütte da. Das ist nicht schlecht. Und zur Ablenkung schicken wir ihm einfach mal meine Walküre rein, die jetzt natürlich, wo der Drache jetzt leider nicht mehr angreift. Scheiße. Aber mal schauen, wie wir das Kind hier schaukeln können. Wir setzen die hier mal ein bisschen zur Ablenkung mit rein. Das hat er sich wohl so gedacht, aber
Er kommt nicht wirklich nah an meinen Turm. Und ich denke mal, wir gehen einfach auf seinen rechten Turm. Wir gehen jetzt nicht auf die Mitte, wir gehen auf den rechten Turm. Gucken mal, was wir machen können. Und okay, da zieht er den. Dann hauen wir hier mal unsere Elite-Barbaren rein. Die wird er ja jetzt auch ziehen auf der anderen Seite, denke ich mal. Deswegen vorbeugend nehmen wir die schon mal hier mit rein. Und machen ihm jetzt allerdings mal die Hütte da weg. Denn die kann ich gar nicht ab. So, dann ist die schon mal Geschichte hier. Hier hauen wir eine Elektromarke hier rein. Und unsere Lakaien. Jawohl. Oh, da hinten ist unsere Valkyrie ja ganz gut durch. Und unsere Bogenschützin machen nochmal die Truhe da. Das ist natürlich krass. Das ist super. Hier ziehen wir unsere Valkyrie nach. Ich denke mal, da können die sich nicht wirklich gegen wehren. Okay, oh, der Gift war scheiße. Der Gift war scheiße. Pfeile rein. Die hinterhergezogen. Er kommt jetzt unserem Tour schon ziemlich nahe hier. Da müssen wir ein bisschen was machen. Er hat noch einen, oh, er hat den Schweinereiter. Jetzt leider in Backhand. Das werden wir nicht packen, denke ich mal. Aber noch steht es ja 1-1 an Türmen. Also noch ganz entspannt. Aber er ist natürlich viel, viel dichter an unserem Turm dran, als wir an seinem Turm dran sind. Hier muss ich einmal giften und die Feuergeister bringen. Denn die müssen unbedingt die Barbaren hier wegmachen. Okay, das ist mir noch ganz gut gelungen. Ja. Okay, das wird jetzt eine ganz enge Kiste. Gucken wir mal, dass wir hier aber trotzdem so einen kleinen Gegenpush mal starten können. Dass wir jetzt irgendwas an Truppen mal durchbekommen. Das bekommen wir zwar auch. Wir bekommen die Elite-Barbaren durch und auch den Elektromagier. Das ist nicht schlecht. Aber mal sehen, wie wir jetzt die Valkyrie hier reinziehen können mit dem Elektromagier. Ah, da setzt er wieder dieses alte Ding hier. Zwei Elektromagier. Komm. Das muss es doch sein. Zweiter Turm ist jetzt gleich drin. Jawohl, der zweite Turm ist drin. Wenn ich den jetzt noch gegiftet kriege. Und den kriege ich gegiftet. Und noch einmal die Pfeile darauf geworfen. Und dann haben wir... Nein! Oh, scheiße! Ach nee, das kann es ja nicht sein, ey. Das war mein Sieg. Naja, okay. Kann nichts machen. Komm, die Truhe, die holen wir uns jetzt noch. Oder die Krone, die holen wir uns jetzt noch. Oh Mann, ey. Ach, es ist so leidig, dieses Game hier. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es nicht so oft spiele. Weil, nein, es geht mir nicht auf den Sack, aber es ist ein cooles Spiel, gar keine Frage. Ja, gar keine Frage, es ist ein cooles Spiel. Und so, jetzt gucken wir mal. Wir kriegen sicherlich ein bisschen was durch, aber er hat natürlich auch ganz gut was zum Kontern. Willige Truppe mal hinterher, dass wir wenigstens mal ein, zwei Hits hier auf den alten Turm kriegen. Hier rechts. Kommt. Ja, schön schießen. Gut, nochmal und nochmal. Ja, sieht noch ganz entspannt aus. Auf beiden Seiten eigentlich. Er ist an meinem Turm noch gar nicht rangekommen. Und jetzt habe ich natürlich gar nichts, was ich hier ziehen kann. Diesen doofen Elektromagier, den brauche ich hier nicht im Backhand ziehen. Tue es aber trotzdem mal. Und nehme jetzt mal, ich nehme die Elite-Barbaren gerne davor. So, mit was kommt er? Okay, er kommt mit einer Valkyre und einem Feuerball. Mal sehen, ob wir die Valkyre wegkriegen. Die kriegen wir weg. Dann ziehen wir gleich die Lakaien hinterher. Dass die ein bisschen aus der Luft machen. Da muss er jetzt irgendwas machen. Okay, da zappt er. Und ich kriege auch keinen Hit mehr auf seinen Turm. Das ist scheiße. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und gucken mal, dass wir unseren billigen Gift hier nicht irgendwie mit in Szene setzen können. Ich nehme mir ja mal die Valkyre jetzt von relativ weit hinten. Und den Elektromagier mal direkt dahinter. Da wird er sicherlich mit irgendwas außer Luft kontern. Kleiner Push hier auf meiner Seite. Okay, da setzt er jetzt natürlich, ja, mal gucken, wie gut der Inferno tatsächlich gesetzt ist. Wir giften hier mal den Turm, dass der ein paar Hitpoints kriegt. Und den Rest müssen jetzt einfach mal meine billigen Truppen hier machen. Das sieht ganz gut aus für einen neuen Jawohl. Das ist der Turm. So sieht das gut aus. Und wir gehen gleich auf den mittleren hier mit allem, was wir haben. Ist mir jetzt ganz egal. Zwei Bogenschützen noch. Die haben nämlich hier das Spiel wirklich gut gerissen. Jawohl, das ist mein Spiel hier. Gut. Das ist auch die letzte Truhe gewesen. Und auch die Kronentruhe ist damit befüllt. Ich habe 28 Pokale gekriegt.
Ja, Toto, das ist es doch mal. Eine Magietruhe hier in einer Folge, das habe ich noch nie gehabt und ich habe auch noch keine Kiste zurzeit offen. Das heißt, wir machen die Kronentruhe mal auf, mal sehen, ob da was Cooles drin ist für uns. Aber das sieht jetzt nicht so aus. Ah, okay, Megalakai, oh, Riesen, 5 Stück, super, auf dem Weg zu 100. Auf dem Weg zu 100 Karten, Entschuldigung. Und ja, weil ich heute auch kein Clash Royale mehr spiele, machen wir die auch gleich auf. 12 Stunden, das wird jetzt ein bisschen dauern. Und spenden können wir auch nicht mehr. Ja, das ist super gelaufen in der Folge 2484. Das ist nicht mehr viel. Das sind eigentlich nur ein paar Siege. Allerdings verliere ich ja natürlich zwischendurch auch wieder ein bisschen. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid bei mir, dann könnt ihr mich am Ende dieses Videos abonnieren oder rechts unten hier bei YouTube. Und ich versuche, die nächsten Tage mal hier weiterzukommen. Bis dahin, euer Toto. Läscht.